Das Street Food and Music Festival in Moers. Hier gibt es heute was auf die Ohren und reichlich Essen auf die Hand. Gut, dass Foodtester Markus Grimm Hunger mitgebracht hat. Seit 3 Jahren kontrolliert und testet er deutschlandweit für Fans und Follower. Ich bin Markus Grimm, Entertainer und im Food-Bereich unterwegs. Ich werde von meinen millionenfachen Zuschauern auf TikTok immer rumgeschickt, Dinge zu testen. Heute nehme ich euch mit, und zwar in meine Heimat, nach Moers. Denn hier ist Street Food Festival und hier gibt es einiges zu entdecken. Nämlich einen sehr verrückten Typ da hinten, wo es ziemlich raucht. Rauch finde ich spannend. Hoffentlich kann der Rauch auch sich in Feuer entwickeln und meine Leidenschaft für gutes Essen entfachen.28 Imbiss-Trucks bieten auf dem Street Food Festival Essen aus aller Welt. Markus Grimm hat ein Auge auf einen Stand mit Riesen-Sandwiches geworfen. Hallihallo. Julian Hanschmann, lecker Futter. Lecker Futter? Lecker Futter. Was gibt's denn hier? Sandwiches, American Style. Seit 2011, nur auf der Straße. Echt? Vor im Laden. Ach, auch vorher Laden gemacht. Und jetzt Street Food. Dann zeig uns doch mal, was ist hier so. Oh, darf ich in die Töpfe gucken? Natürlich. Wir haben hier unser Jerk Chicken. Das braten wir schön an. Legen es in einen Sud aus Zitrone, Zimt, Thymian. Interessante Kombi mit dem Zimt auch. Das ist aber gesmoked, richtig? Das ist bevor gesmoked. Es hier drin landet. Beim Smoken gart das Fleisch in heißem Rauch. Die Temperaturen sind niedriger als beim Grillen. So bleibt es saftig und bekommt das typische Raucharoma. Markus Grimm trifft seine Wahl. Chicken mit Zimt klingt extrem spannend. Ich bin aber absoluter Smoke-Fan und deswegen glaube ich, ich gehe mal auf die Kuban-Nummer. Und das wird ja auch einen Grund haben, warum es auf deiner Preistafel an Position 1 steht. Ist es dein Favorite auch? Es ist das, mit dem wir angefangen haben. Aber es immer, da brennt die Leidenschaft immer noch für. Natürlich. Dann würde ich doch sagen, mach mir doch mal ein Kuban-Sandwich. Gerne. Ich stelle mich mal wieder dahin, wo ich hingehöre, nämlich vor die Tafel hier. In das frisch geröstete Brot kommen 3 Scheiben Schweinebraten. Aber das ist noch nicht alles. Was tust du mir da gerade auf die untere Hälfte? Das sind Pickles. Eingelegte Gurken und Zwiebeln mit ein bisschen Petersilie. Jeder freut sich über was Grünes. Und auch alles selbstgemacht von dir? Also die Pickles nicht, also die Gurken nicht, aber die Zwiebeln haben wir selber eingelegt, ja. Die Gurken schneiden wir dann doch dazu. Die Soße hat eine ganz schön intensive Farbe. Was, was ist das? Schön Käsesoße. Das zweite ist dann was? Die Senfsoße. Käse-Senf ist eine Kombination, die kann ich so unterscheiden, die mag ich. Bei Markus Grimm steigt die Vorfreude. Ob er das Riesending unfallfrei verspeisen kann? Das sieht jetzt schon sehr nach Prädikat Maulsperre aus. Das ist großartig. So, wir checken kurz die Preistafel. 10 Euro kostet das Ganze. Finde ich für die Portion erstmal großartig. Aber nimm mir die nochmal ab, da verbrennt man sich ja komplett. Oh. Puh, ich muss doch noch ans Portemonnaie, mein Freund. Also, 10 Euro dafür. Erstes Trinkgeld, ne? Genau. Junge, Junge, das ist mal wirklich heiß. Ich mach mal ein Henkelchen draus. Ja, die Feuerplatte macht heiß. Eieiei. Meine Damen und Herren, ich präsentiere die Sandwich-Handtasche. Das ist das Accessoire 2024. Das braucht der Mann von Welt, weil da steckt ordentlich Geschmack drin. Ich danke dir. Ich werde probieren und ich komme zu einem Fazit wieder vorbei. Handtäschchen, wir machen uns auf den Weg. Mehr als 1000 Besucher kommen pro Tag zum Festival. Für den Geschmackstest sucht sich Markus Grimm Gesellschaft. Ist hier noch ein Plätzchen frei? Darf ich mich zu euch gesellen? Das ist großartig. Ich habe hier nämlich so eine extrem heiße Nummer am Start. Aber ich kann euch sagen, es riecht verdammt gut. Hattet ihr schon was Herzhaftes heute? Ihr seid gerade schon beim Nachtisch angekommen, ne? Wir hatten das halbe Festival. Ihr hattet das halbe Festival. Ich muss ja auch sagen, die Auswahl hier ist ja wirklich überragend. Man hat über 20 Foodtrucks. Doch nur bei einem gibt es dieses Cuban Sandwich. Wie schmeckt es denn so? Dieses gesmokte Schweinefleisch ist einfach unfassbar zart, wirklich schön würzig
und macht tierisch viel Spaß. Merkt ihr, wie meine Stimme leiser wird? Meine Stimme wird leiser, wenn ich genieße. Ein wirklich schönes Raucharoma im Fleisch. Ich mag es manchmal, Komponenten rauszupicken, um wirklich nachzuverfolgen, wo kommt der Geschmack genau her. Und wie gesagt, dieser... da war wieder etwas saure Gurke. Dieses Raucharoma macht tierisch viel Spaß. Das Brot ist super knusprig, noch mal kurz auf die Platte gelegt worden. Die Soßen, der Käse, alles toll. Aber diese Gürkchen, mein Freund, über die müssen wir noch mal reden. Oh. Du hättest eine Rolle Klopapier anmoderieren können und wäre trotzdem geil. Wo hast du denn so ein Flow her? Ist ja Hammer. Ich liebe Essen, es schmeckt einfach. Aber vielen Dank. Ihr Lieben, viel Spaß noch auf dem Festival. Und wenn nach dem Nachtisch noch was passt, also ich kann es empfehlen. Aber lass die Gurken weg. Zurück zum Foodtruck. Denn jetzt ist Zeit für das Feedback. War lecker, ist lecker, sieht ich aus. Bin wieder da. Lecker war es, mit einer Ausnahme. Alter, warum sind diese Gurken so sauer? Was hast du den Gurken getan, dass sie so sauer sind? In Moers testet Influencer Markus Grimm das Essen auf einem Food-Festival. Gerade ist ein Cuban Sandwich dran. Zeit für die Bewertung. Welche Note von 1 bis 10 wird er vergeben? War lecker, ist lecker, sieht ich aus. Bin wieder da. Das, was du hier kombiniert hast, ist der absolute Oberknaller. Ich finde das mega geil. Es gibt nur tatsächlich einen Abzug. Einen Punkt muss ich wegnehmen. Du hörst es vielleicht. Alter, warum sind diese Gurken so sauer? Was hast du den Gurken getan, dass sie so sauer sind? Die sind wirklich von der Säure. Gehen die leider Gottes etwas über diesen geräucherten Geschmack drüber. Und dieses Fleisch ist mega. Und dann kommt aber diese Gurke und zerhaut dir alles im Mund. So, aber meine Skala geht von 0 bis 10. 10 ist halt wirklich äußerst selten. Und du bist trotz dieser Gurken eine 9, mein Freund. Aber ärger die Gurken doch nicht so. Mach die nicht so sauer. Warum sind die? Ich habe keine Stimme mehr jetzt. Merkst du das? Bisschen Schärfe. Das ist keine Schärfe, die sind sauer. Das ist wirklich so, wenn du im Duden unter Essiggurke nachschlägst. Findest ein Foto von ihm. Genau, herzlich willkommen. Seit 10 Jahren findet das Street Food and Music Festival in Moers statt. Für Markus Grimm ist der Termin etwas Besonderes. Wir sind heute in Moers, das ist meine Heimatstadt. Hier bin ich geboren und ich bin immer noch hier und das jetzt mit 45 Jahren. Ich war viel unterwegs, ich habe auch mal eine Zeit lang in Wien gelebt, aber Moers ist der Ort, der mich einfach auf Lebenszeiten fesselt und gepackt hat. Und außerdem stehe ich jetzt als Sohn der Stadt auch im goldenen Buch dieser Stadt. Und deswegen freue ich mich, wenn in dieser kleinen Grafenstadt mal sowas passiert. Als bekannter Sohn der Stadt fällt er natürlich dem einen oder anderen auf. Geben Selfie oder? Klar, sicher. Könnt ihr mal? Soll ich mit der Selfie-Hand? Ja, du bist ja hier, du kannst. Also, habt eine schöne Zeit, ja? Ja, du auch? Gerne. Hat mich gefreut. Wir sehen uns dann vielleicht öfters. Bleibt ja in dieser kleinen Stadt nicht aus. Moers ist klein, ne? Ciao. Und im kleinen Moers sucht Markus Grimm nun nach dem großen Streetfood-Abenteuer. Wir machen jetzt mal sowas wie eine kleine halbe Erdumrundung, weil von Kuba geht's jetzt mal Richtung Philippinen. Denn da vorne ist Filipino Street Food und das muss natürlich getestet werden, denn beim Street Food geht es darum, Neues zu entdecken. Und philippinische Küche hatte ich bislang noch nicht. Eine Premiere bei seinem Heimspiel. Aber Achtung, es wird womöglich scharf. Einen schönen guten Tag. Na ihr, geht's euch gut? Erstmal wunderschöner Truck. Dankeschön. Sieht toll aus, super gestaltet. Ich mag die Schriftarten, ich mag die Farbkombination. Ich weiß allerdings nicht, ob ich euer Essen mag, weil ich hatte noch nie philippinische Küche und deswegen muss das jetzt getestet werden. Und ich hoffe jetzt einfach auf euch, dass ihr eine Empfehlung habt, die mich begeistert und nicht einfach abschießt. Seid ihr sehr scharf? Nein. Ach, dann bin ich hier richtig. Wir sind nur auf Wunsch scharf. Dann wünsche ich diesen Wunsch nicht
Und bin mal gespannt, was du mir empfehlen würdest. Ja, überraschen. Ganz fein. Überraschen, okay. Finde ich super. Ja, super, mache ich. Dann bestelle ich einmal die Überraschung und ihr müsst mir danach einfach sagen, was ihr von mir bekommt und was es ist. Gerne. Die philippinische Küche hat unter anderem spanische und japanische Einflüsse. Das wird spannend. Ich kann hier einiges riechen, aber ich kann nichts sehen. Und deswegen spinnt sich mal kurz um die Ecke, okay? Alles klar. Aha, aha, aha. Ich habe mich so ein bisschen informiert vorher. Ihr seid Spezialisten im lange Marinieren. Ist das ja, richtig? Genau. Das bedeutet, bei euch wird... Das mariniert von Knoblauch, bisschen Zitronensaft, viel Ingwer, Lemongrass und ein bisschen Sprite. Und dann aber auch lange, oder? Ja, und Salz, Pfeffer und ein bisschen braune Zucker. Okay, und was für eine Dauer? Wie lange lässt du das? 8 Stunden. 8 Stunden? Genau. Okay. Hast du gerade Sprite gesagt? Sprite. Also da ist Zitrone, Zitrone, Zitrone und Ingwer drin und genau. Knoblauch. Ja. Weil die Sprite macht die Fleisch saftig. Großartig. Genau. Sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr gut aus. Die Kohlensäure in der Limonade macht das Fleisch mürbe und zart. Zitronenaroma und Zucker sorgen für eine extra Portion Geschmack. So, das ist einmal Pot Barbecue. Großartig. Und was bekommst du für diese Portion? 12 Euro bitte. Das finde ich vollkommen fair. Warte mal, ich gucke mal, ob ich was klein habe. Ja, haben wir doch. Sieht gut aus. Dankeschön, dann lass ich schmecken. Ich komme mit einem Fazit und hoffentlich gutem Geschmack im Mund zurück. Die Schweinefleischspieße kommen mit Reis, Gemüse und separater Soße in einer Schale. Dann begeben wir uns jetzt mal auf die Reise zu den Philippinen. Mal gucken, was uns in diesem kleinen Töpfchen hier erwartet. Ist darin vielleicht doch noch Schärfe versteckt? Ein sehr süßliches und nach wirklich Banane riechendes Aroma. Ich bin gespannt. Es ist tatsächlich Bananenketchup. Offenbar typisch philippinisch. Die einzige Herausforderung auf so einem Streetfood-Festival ist übrigens das Besteck. Machen wir es oldschool, benutzen wir die Finger. Und? Diese Zitronenaromen, die in diesem Pork Barbecue sind, sind unglaublich. Sie sind total rund. Es ist total abgestimmt. In der Kombination auch mit diesem wunderbaren Reis, der dabei ist. Das ist in der Kombination ein absolutes Win-Win. Das ist ein Love Couple. Das macht tierisch viel Spaß und die haben jetzt ein schönes Fazit verdient. Und eine Bewertung von 1 bis maximal 10. Da bin ich wieder. Wenn du mir das so hingestellt hättest, ohne zu sagen, wo der Ursprung ist, hätte ich es nicht verorten können, dass das wirklich aus dem asiatischen Raum kommt. Das ist einfach universell lecker, großartig. Und das ist wirklich, was Streetfood ausmacht. Ich möchte was Neues erleben, was ich nicht kenne. Ich möchte nicht einen Crepe in die Hand bekommen, weil den kenne ich von der Kirmes. Ich möchte irgendwas haben, was mich überrascht. Und ihr habt mich total überrascht. Und deswegen ist das eine 10 von 10. Punkt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe gerade echt gute Punkte verteilt. Aber warum soll ich denn lügen, Leute? Wenn etwas gut ist, wenn etwas mit Leidenschaft gemacht wird und wenn etwas dir etwas Neues zeigt, etwas verrät, das deine Geschmacksnerven noch nie hatten und deine Geschmacksnerven das mögen, dann sei doch ehrlich und sag den Leuten, hey, vielen lieben Dank, ihr seid eine 10 von 10. Also, wir waren in Kuba, wir waren auf den Philippinen und ich bin wirklich satt, glücklich und genieße jetzt noch ein bisschen das Streetfood-Festival.